Und dann bleibt mir nur zu sagen, ein herzliches Wasser. Immer, wir sind wieder da. Es geht weiter. Oh, ein Zombie schwimmt. Ist das nicht schön? Mit Throng, mit seinem Album Throng Live. The Firebird Jam heißt der aktuelle Titel. Da wir jetzt eben ja im Keller unserer Wohnanlage. Hui! Na, das war ja mal ein Zufall. So viel Melone verputzt haben, können wir auch mal ein paar neue wieder mitnehmen. Weil Melone ist lecker, gibt Tinte auf dem Füller. Hui. Und deswegen nehmen wir sie wieder mit. Ich habe ja auch ganz viel rausgeholt aus den Katakomben. Siehst du, ich habe noch nicht alles weggelegt. Da dachte ich, wäre schon fertig hier mit weglegen. Ja, der kommt auch noch weg. Und das kommt auch noch weg in die Kiste. So. Weil wir wollten ja jetzt hier eigentlich unser Portal gießen. Portal. Portal heißt 2. Ja, genau. 2 erstmal hier unten. Achso, wir brauchen neues Werkzeug. Das war das erste, was wir tun sollten. Neues Werkzeug bauen. Also bauen wir uns mal. So. Neues Werkzeug ist gut. So. Das reicht noch. Na, und noch. Axt können wir uns auch schon mal machen. So. Weil jetzt hier einmal, zweimal, so, brauchen wir nämlich noch einmal Wasser und dann können wir jetzt das schon machen. Bauen wir uns da unten einfach mal unendliches Wasser hin, ne? Uch, da schwimmt ein Zombie. Ach, wir haben hier unseren Brunnen. Nehmen wir das Wasser von unten, von hier oben mit. Und, dammit. Ja, genau. So habe ich mir das... Wie kommen denn aus einem und zwei? Zombie treibt er immer noch fröhlich vor sich hin. Ach ja. Die Melonenkerne. Warum kommen aus einem und zwei? Naja, machen wir hier mal zwei hin. So. Und der Schalter... Der Schalter ist weg. Ja, super. Toll. Echt genial. Ja. Echt übergenial. Überirdisch hier. So ein Scheiß. Erstmal einen Schalter hier bauen. Nee. Anders. Das ist eine Platte. Ah, so war das. Einen neuen Schalter brauchen wir. Also, wir merken uns mit Wassereimer keine Schalter mehr anfassen. Weil sonst passiert das, was eben passiert ist. Und da wir ja unendliches Wasser brauchen, machen wir uns hier mal unendliches Wasser hin. Noch mehr davon. So. Ah, das ist gut. Ups. So. Zweimal Obsidian, bitte. Reinkippen. So. Jetzt brauchen wir das so. Müssen wir dann langsam hier rumbauen und wir brauchen eine Höhe von 3, von 2. Breite von 3. Ne, Breite von 2, Höhe von 3. Da müssen wir das ja von oben gießen. Naja, machen wir erstmal die 2 und dann... Sukzessive wird es gegossen.
Also wieder runter. In die Unendlichkeit. Ich hätte mir jetzt auch einfach mal mehr Eimer machen können. Das wäre genügend. Zeug einfach mal haben. 10 Blöcke sind es, ne? 4. Naja, muss. Das ist ein schmales Portal. Vielleicht sind es doch mehr als 10. Das nervt mich schon die ganze Zeit hier. Ich mit euch. Hinfort! Weichet! So. Kann ich es auch mal weichen hier? Hier weicht jetzt erstmal alles. Wenn wir gerade durchlaufen können. Ja, dann ist auch wieder Gisox unterwegs. Lalalala, zu unserem Lavateich. Ja, zu diesem da. Ja, sieht gut aus. Einmal. Cobblestone, aber was soll's. Nehmen wir erstmal Cobblestone und machen hier drüber ein bisschen dicht, ne? Und da nicht mal so leicht reinfallen kann. Das hier auch so und das so. Ja. So, und dann bauen wir hier sukzessive diesen Teich ab. Stein für Stein. Auf geht's! Oh, so weit. War da jetzt was? Ne. Sieht gut aus. Na, es geht fix. So weit ist das ja nicht weg. Also noch ein paar Mal hin und her latschen, dann geht das schon. So, da einmal, da einmal. Da, 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 da. Einmal. Zweimal. Ach, so kommen die auf 10. So. Zack. So, und dann müssen wir ja darum eine Schalung bauen. Und eine Schalung heißt, dass wir irgendwas. Ja, die, ja. Vorbereiten hier unsere Schalung. So. Ja, passt für den Weg zur Unterwelt auf jeden Fall, was wir gerade hören. Hui, 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 hui. So langsam kriege ich Hunger. Sollte mal was frühstücken gehen. Statt hier schon wieder. Irgendwie. Hui, falsch abgebogen. Da. Wenn es nervt, muss es weg. So, hier. Weiche. Weiche, Dämon, weiche. So. Ach, da war Gold. Wir erinnern uns. Zum Glück haben wir ja gerade die Fackeln beiseite gelegt. Damit wir hier auch wirklich nicht alles parat haben, was wir brauchen könnten. Wie scheiße wäre das auch, wenn man einfach mal so das, was man bräuchte, gleich in der Hand hätte. So. Scheiß hier. Gibt's hier sowas von beiseite? So. Genug Licht. So, Gold haben wir auch bei. Da wollten wir nicht lang. Wir wollten da runter. Auf geht es. So.
zu unserem kleinen Lavateich. Zack. Nein. Ja. Wie ich das sehe, werden wir diesen Teich jetzt auch noch so weit... Ja, es reicht knapp noch. Noch knapp. Na, auf jeden Fall haben wir wieder zweimal Lava. Unendliche Lavabrunnen gibt es nicht, ne? Bestimmte, oder? Aber es fließt ja dann... Es wird ja nicht der stehende Lava draus. Es fließt ja immer dann. Ja, die Scheiße mit dem Zeug. Ja, die Scheiße mit der Scheiße hier. So. Auf geht's nach oben. Den Weg müssen wir nur 50 Mal laufen, dann haben wir es bestimmt auch irgendwann fertig. So. So. Ja. Schön. Die gute Dörte. Na, nehmen wir das mal statt dem da. So. Dann machen wir so. Und dann machen wir das. So. Und hier. Ein Aufstieg. Blups. Und auf geht's in den Keller. Holen wir uns wieder Lava. Siehst du, müssen wir uns ja noch ein Feuerzeug bauen. Wir müssen das Ding ja anschalten. Anzünden. Hui. Ja, so langsam wird's hier mit dem Weg. Kommen wir doch schnell durch. Also von oben nach unten ist kein Problem. Von unten nach oben vielleicht doch, aber das ist uns auch egal. So, einmal... Zweimal. Und dann einmal, zweimal. So. Kann ich das schon mal wieder abbauen. Vierer haben wir noch drin in dem See. Ach, da hinten ist ja auch noch was. Da, da, da. Dann nehmen wir uns das noch mit. Wo kommst du denn da hin? Und hier einfach mitten im... Ach, der ist runtergefallen. Ah, da hinten ist alles noch ziemlich duster. Das ist halt das Problem bei diesen riesigen Höhlen, dass man es kaum hinkriegt, dass das alles hier perfekt geleuchtet ist. Dass es dann sehr ungefährlich hier unten wird. Also, wobei, wir haben schon relativ viel geleuchtet und es ist schon relativ ungefährlich. Aber so komplett ohne Gefahr wird es wahrscheinlich auch nichts mehr. So. Einmal. Zweimal. So. Oh, auch hübsch. Können wir dann so lassen. Können wir an beide Ecken so einen kleinen Brunnen noch bauen. 5, ne? Mhm. Ja. Blub. 5. Ah, wir haben Hunger. So. Wenn wir so viel Hunger haben, können wir uns doch auch mal was richtig gönnen, ne? Frische Brotzeit hier. Guten Appetit. So. Sie sollten echt Verdauung einbauen. Das ist mein aktuelles Lieblingsthema. Es kann doch nicht gesund sein, nur Melonen zu mampfen. Also vor allem der Nährwert ist gleich null. Na gut, es ist Zucker, aber Zucker und Wasser.
Zucker, Wasser und Geschmack. Hallo, wir wollten rennen. Ja. So, da. Na, da drunter geht's noch weiter. Das ist ja toll. Also, einmal, zweimal. So, steht sie. Ach, mein Gott. Mistviecher. Ähnlich nervig wie Mücken. Man kann nicht mit, aber sehr gut ohne sie leben. Ja. So, jetzt müssen wir das hier mal ein bisschen aufreißen. Weiter drunter verbarg sich ja noch mehr von dem Zeug. Hier mal einen neuen Zugang zu legen, wa? Ne, da ist keiner, da ist keiner. Da ist aber welcher. Ach, das war's auch. Dass wir beim nächsten Runterrennen direkt in die Lava fallen. Dafür bereite ich jetzt alles vor für diesen dramatischen Ausgang dieser etwas längeren Folge. Und jetzt können wir das ja auch noch wegnehmen. Das macht ja alles keinen Sinn mehr. Wir füllen ja jetzt da drüben alles langsam mit Cobblestone auf. Ergo kann hier diese Zwischenwand auch mal verschwinden. Schwindibus. Hex, Hex! Naja, nicht so kurz. Dauert ein bisschen länger. Ich habe immer noch keine Diamanten. Sind wir hier schon so lange in der Höhle rumgerannt? Nix Diamanten. Aber hier ein Stack Cobblestones und eine Spitzhacke, die kaputt ist. Also gleich. Wir arbeiten dran. So. Ja, das ist doch hübsch. Ah, hier war ja auch was. Können wir ja schon mal wieder auffüllen hier. Ein bisschen. Hier ist es auch schon wieder so duster geworden. So. Und da oben können wir auch mal wieder so machen. Genau. So, oben machen wir auch mal so. Genau. Da oben können wir auch mal so machen. Genau. Da oben machen wir auch mal so. Genau. Ah, hier war ich auch noch nicht. Wie war das? Wir wollten noch nicht mehr von unserem Weg abkommen. Wir wollten noch jetzt mal eine Sache wirklich fertig machen. Das ist ein scheiß Portal. So machen wir das jetzt. Ach, mein Gott. Schon wieder. Scheiß Viecher! Na toll. Ah. Das war so die Warnung für diejenigen, die vom Weg abkommen, ne? Aber lassen wir uns davon beeindrucken? Nein. Der Thrill gehört dazu. Thrill. Na, na. Scheiß drauf. Gucken wir uns die Sache hier mal an. Ja, das war perfekt. So wollte ich das. Noch? Nee, habe ich natürlich nicht. So.
Wir fertig gesrillt hier. Ja, gut ausgeleuchtet, aber ist echt hübsch hier. Können wir später noch was reinbauen. Vielleicht zum versunkenen Tempel. So, viermal Lava liegt da noch rum. Können wir da mitnehmen. Wir sind schon wieder gegen Ende der Aufnahme. Aber vielleicht schaffen wir es ja in dieser Folge denn doch mal dieses doofe Portal fertig zu gießen. Damit wir endlich in die Unterwelt kommen. Also in den Nether. Nether. Um dann dort Glowstone und ähnliche Ressourcen endlich zu ergattern. Ergattern zu können. So, den Knochenbeutel auch noch. Düng. So. Einmal. Zweimal. Aus. So. Die Fackeln verschwinden hier sowieso gleich. Können sie auch schon mal abnehmen. Sicher. Pluck. Dann machen wir das hier mal so fertig. So. Letzte Stufe des Portals erreicht. Ja. Das müssen wir von oben gießen. Das sind genau nochmal vier. Das ist doch gut, oder? Das ist exakt Planung. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was hier Plöng Plöng machte. Ja. So. Jetzt haben wir das da oben unter der Decke. Dann müssen wir oben von der Decke her das aufreißen. Nehmen schon mal den einen hier raus, damit wir einen Orientierungspunkt haben. Das ist da. Okay. Ach, genau unter der Kiste. Na, Kitty, komm mal mit. Komm mal mit. Mietz. Ja, du sollst nämlich nicht mitten in der Lava hocken mit deinem Ärschle. Ja, das sieht gut aus. 1, 2. So. Das kann schon mal wieder zu. Und damit wir jetzt nur noch einmal rennen müssen, machen wir uns mal noch 2 Eimer. Können wir ja nicht. So. 2 Eimer. Ach, jetzt müssen wir gar nichts. Auskippen und. Meine Frau fragt mich gerade, ob die unsere Hausspinne im Bad endlich verschwunden ist. Und ja, ist sie. Da kam der böse Absorber. Und entfernte sie mit einem Flipp. So einfach war das. So. Wir wollten ja nicht in die Lava fallen. Das war so der Plan. Was haben wir hier nur? Dort dabei. Also nicht nur dabei, sondern nur in der Hand. Dabei haben wir sehr viel mehr. So. So. Ach, ist hier aber duster geworden. Müssen wir gleich mal ein paar Fackeln setzen. 1, 2. Ah, so. Fäcklichen hier. Lichtlevel hochhalten. Hier wieder über Kreuz was schreiben. So. Aber wir sind ja auch quasi schon am Ende. Und da wir schon am Ende sind.
Ach nee. Lustig. So. Achso, ja, das müssen wir hier kurz ausräumen. Dann müssen wir das hier mal kurz. So, ist das andere? Nein. Nein, da ist er. Glück. Glück. Eins, zwei, drei, vier. Hey, cool. So, einmal noch Wasser holen und dann haben wir es auch schon hinter uns und damit endet diese Aufnahme. Bei Entzünden tun wir es feierlich am Anfang der nächsten Folge. Das Portal. Ja. Sehr gut, dann haben wir es hinter uns. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Freue mich schon darauf, dass wir uns mal wieder hören und sehen. Und bis dahin verbleibe ich einfach hier. Und ihr da, wo ihr auch gerade immer seid. Oder vielleicht geht er zwischendurch auch mal raus. Ist auch ganz schön. Bis dann. Bye, bye.